Ja, servus liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mit euch etwas Besonderes vor jetzt in Zukunft und was das genau ist, das werde ich euch jetzt in einer Runde Quick Survival Games erzählen. Vorneweg sei einmal gesagt, das hier ist ein Live-Commentary, das heißt, ich werde mich jetzt hier wahrscheinlich richtig blöd anstellen, weil das ist auch nicht der erste Aufnahmeversuch, den ich hier starte, sondern bestimmt schon der 20. oder so. Ich bekomme es einfach nicht hin, live zu kommentieren und gleichzeitig eine gute Runde rauszuhauen. Entweder leidet das Thema drunter oder eben das Gameplay. Es ist unfassbar schwer, Leute. Ich bewundere jeden, der das gleichzeitig hinbekommt und jeden YouTuber, der das irgendwie als Hauptformat auf seinem Kanal bringt. Weil, keine Ahnung, ich finde das unfassbar schwer. Ich hoffe, ich kriege da jetzt mit der Zeit ein bisschen Übung. Aber mal abwarten. So, die Map ist eigentlich ganz cool. Da kann ich, oder finde ich mich eigentlich ganz gut zurecht. Und ich gucke jetzt mal gerade ganz kurz, was in der ersten Kiste ist, bevor wir hier richtig loslegen. Oh, nice. Ja gut, jetzt habe ich wieder voll viel Müll eingesammelt. So. Zack, zack, zack. So, zack. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und den holen wir uns jetzt mal. Nice. Der hat ein Eisenschwert. Und bessere Rüstung. So, das kann weg. Das kann weg. Das nehmen wir. Das Eisenschwert haben wir im Inventar. Nice, okay. Leute, das fängt schon mal gut an. Vielleicht wird es tatsächlich die Runde, die ich hochlade. Das wäre natürlich episch. Da hinten ist ein Spieler. Ob ich mir den holen soll? Ich esse erstmal was. Safety first, oder wie war das? So, und wenn ich mir den geholt habe... Nice. Der war low. Nein! Oh, fuck. Das war doof. Das war doof. Der hat mich runtergekloppt. Okay, jetzt muss ich abhauen. Okay, erstmal in Sicherheit bringen. Damit ich jetzt auf dieses Thema eingehen kann. Ihr merkt schon, also, wenn ich einmal im Fieber drin bin, dann ist es nicht mehr so viel mit dem Reden. Das ist unfassbar schwer einfach, finde ich. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, irgendwas hittet mich. Ich denke mal, das ist ein Pfeil gewesen. So, hier oben sollte ich jetzt erstmal sicher sein, glaube ich. So, alles klar, Leute. Okay, ich versuche jetzt einmal euch zu erklären, was ich vorhabe. Ich möchte jetzt regelmäßig einmal pro Tag ein Live-Commentary-PvP-Video auf meinem Kanal hochladen. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich, dem GOMAD-Team zeigen möchte, dass ich jetzt wirklich regelmäßig einen festen Content hochlade. Und, ja, der Hintergrund ist auch der, dass ich später mal nicht nur den Premium-Plus-Rang bekommen möchte, sondern auch den YouTuber-Rang, wenn die Zeit gekommen ist und ich die nötige Abozahl erreicht habe. Viele von euch wissen vielleicht schon, wenn sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass man den YouTuber-Rang ungefähr ab 20.000 Abonnenten bekommt. Und das allerdings auch nur als PvP-YouTuber. Das heißt, wenn man regelmäßig ein Content hochlädt, wo man PvP-Videos auf dem GOMAD-Server macht. Ich mache das noch sehr unregelmäßig und die Videos, die ich hochlade, haben jetzt auch nicht so die mega krassen Klickzahlen. Allerdings, wenn ich das jetzt regelmäßig als festes Format bringe, dann brauchen die einzelnen Videos nicht, wow, nicht so viele Klicks, sondern dann reichen auch, sag ich mal, so 5000 Klicks pro Video oder, sag ich mal, 2.000 bis 3.000 Klicks. Es gibt YouTuber, die haben nur so wenig Klicks und sind auch, haben auch YouTuber-Rang. Ich merke gerade, ich habe gar keine Pfeile. Ich hoffe, der nervt mich jetzt hier nicht mit den Pfeilen. Komm du rüber, Kollege, ich lass mich nicht in die Lava schubsen. Na, komm schon. Ja, glaubst du ernsthaft, dass ich jetzt hier rüberkomme, wenn du eine scheiß Angel in der Hand hast? Ja, wenn du sneakst, glaube ich auch, dass du weg bist. Genau. Genau, Kollege. Komm, komm, genau. Nein, okay. Shit, okay. Ah, GG, gut gemacht. Alles klar. Nee, das war doof. Da hätte ich... Er hatte eine bessere Rüstung, ich hatte aber ein besseres Schwert. Ist blöd gelaufen. Ich werde jetzt nochmal eine Runde kurz besuchen und hoffen, dass die einigermaßen okay ist. Die letzte war zumindest besser als die ganzen anderen. Und ich habe auch einigermaßen hoffentlich das Thema erklärt, was ich vorhabe. Wer sich jetzt fragt, okay, wenn du jetzt ein regelmäßiges PvP-Format auf deinem Kanal bringst, jeden Abend, sag ich mal. Ich möchte das am liebsten jeden Abend machen, so ungefähr um 19 Uhr möchte ich immer dieses Video hochladen. Und was möchte ich denn da thematisieren, weil das muss ja auch irgendwie ein bisschen interessant für euch sein, auch für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt PvP mögen. Das ist an sich kein Thema, denn ich möchte in den Videos hauptsächlich thematisieren, was momentan mit meinem Kanal so ansteht, aktuelle Themen und so, was euch halt interessieren kann, wenn ihr diesen Kanal schon länger und aktiver verfolgt. Und deswegen denke ich, könnte das vielleicht gar nicht mal so verkehrt sein. Also da werdet ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten.
Ob das jetzt so ein mega interessant ist, das wird sich rausstellen, wenn die ersten Folgen online sind. Wie gesagt, es ist unfassbar schwer für mich, hier anständige Runden hochzuladen und aufzunehmen vor allem, weil immer irgendwas drunter leidet. Sei es jetzt das Gameplay oder halt das, was ich erzähle, aber das habe ich euch jetzt schon häufiger erzählt. Und deswegen denke ich, würde es mit sehr viel Übung verbunden sein, hier drin gut zu sein im Live-Commentary. Mal gucken, abwarten. Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Wow, nein. Jetzt, ich gerade hier nicht zwischen die Fronten. Oh Gott. Na komm. Nicht mich, Leute. Ach, die haben von mir abgelassen. Das ist nice. Okay. Den da oben hole ich mir. Den da oben hole ich mir. Obwohl, wenn er mit einer Angel oder so mich runterballert. Nice. Okay. Der war jetzt nicht wirklich schwer. Gut. Das ist doch schon mal nicht verkehrt, dass wir einen Killer haben. oh Mann, Leute. Ich hole mir den da. Ich hasse Leute mit einer Angel, habe ich doch schon mal erzählt. Ich hasse Leute mit einem Bogen noch mehr. Ich hasse einfach alle Leute, die nicht nur mit einem Schwert ankommen. Ich habe noch nicht genug Übung mit diesen Bogen und Angeln und... Ach, komm schon! Das ist wieder dieser Justin, der mich vorhin im Finale abgezogen hat. Alles klar. Verfluchte Kacke, ich hasse diesen Typen. Ich will nicht mehr mit denen in eine Runde. Manometer. Okay. Gehe ich nochmal, mache ich noch eine Runde mit euch, Leute. Und ja, ich werde dieses Video jetzt gleich direkt hochladen. Das wird dann heute Abend 19 Uhr veröffentlicht. Also das ist wirklich auch tagesaktuell. Ich versuche das auch immer tagesaktuell zu machen. Aber ihr müsst auch verstehen, dass teilweise viele Runden dabei sein werden, die vollkommen crap sind. Wenn ich das tatsächlich machen möchte, dass ich jeden Tag ein Video hochlade, dann wird nicht jede Runde immer ein Sieg sein. Gerade weil ich noch nicht der Profi bin. Also ich bin da wirklich noch, ja... Ich weiß nicht, ihr habt jetzt ein paar Runden gesehen von mir, die vielleicht besser waren. Das liegt aber auch daran, dass ich immer ein bisschen zusammenschneide. Ich will jetzt nicht erzählen, dass ich irgendwie einen Tag aufnehme und dann dieses Video nur geschnitten habe. Also es war eine kürzere Zeitabstand. Aber ich tue mich noch ein bisschen schwer, würde ich sagen. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen hier so weitergehen. Je nachdem, wie schnell ich Übung kriege. So, und jetzt habe ich zumindest mal ein Schwert. Ich werde mich jetzt mal hier kurz ein bisschen aus dieser Menge rausbewegen, dass ich nicht direkt in alle Fronten gerate. Und hole mir mal den da. Lol. Ach so, der hat sich in den Wassertümpel geworfen. Na komm. Na, nee. Ich habe noch diese Grafikfehler hier. Das lasse ich lieber. Da warte ich lieber, bis der wieder hochkommt. Hoffentlich kommt er wieder hoch. Hallo, ist der tot? Alter, wenn er tot ist, dann tut's mir leid. Das ist bitter. Nee, er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Er kommt hoch. Er kommt hoch. Er kommt hoch. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass er... Ja, er hat mich gesehen. Sonst würde der nicht hier so blöd rumhampeln. Soll ich hier warten? Ich weiß es nicht. Was macht er denn da? Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, ob ich auf ihn warten soll. Ich glaube, er kommt hoch. Ja, er kommt hoch. Das ist mein Moment. Das Gute ist, er kann halt nicht sneaken. Er kann halt nicht zeigen, dass er weg ist. Deshalb bleibt ihm nur noch die Möglichkeit, hochzukommen. Und er denkt jetzt wahrscheinlich, dass ich schon lange weg bin. Weil kein Spieler so blöd wäre und hier noch warten würde, wahrscheinlich. Ja, komm. Komm. Und tschüss. Nice. Ich hoffe, der hat sich nicht aufgefangen. Nein! Verfluchter Mist! Der hat sich aufgefangen! Blöd, Mann! Den hole ich mir. Lol. Ach fuck, mit dem Grafikfehler ist das echt buggy. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Da unten ist er. Okay, wir kommen jetzt ins Finale. Okay, unsere Ausrüstung ist minimalistisch. Da hinten ist der Typ, den wir da geärgert haben. Ich habe fast nichts, Leute. Das wird richtig bitterböse.
Nice, den haben wir. Das war mega. Und der ist auch tot. Ja, okay. Ja, das war klar. Alles klar, Leute. Ich hoffe, die erste Runde hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist unfassbar schwer für mich noch, dieses Live-Commentary ja, zu vollbringen, sage ich mal. Ich werde mich da wahrscheinlich noch in den nächsten Folgen etwas schwerer tun. Es wäre allerdings trotzdem cool, wenn ihr dieses Projekt anschaut und wenn ihr das vielleicht feiert und unterstützt, indem ihr das vielleicht teilt oder so. Seht es vielleicht auch ein bisschen als Unterstützung meinerseits, weil es einfach ein unfassbar großer Traum für mich ist, den YouTuber-Rang zu bekommen. Der hauptsächliche Grund ist natürlich, es gibt zwei große Gründe, warum ich den YouTuber-Rang bekomme. Und bevor die Folge endet, möchte ich euch das einmal in Ruhe erzählen, weil da natürlich ein Hintergrund beisteckt. Und ihr sollt mich auf keinen Fall falsch verstehen. Ich möchte hier auf keinen Fall euch ein Format aufzwingen, was vielleicht nicht so cool für euch ist. Also wenn das überhaupt nicht gut ankommt und wenn ihr mir schreibt, lass es lieber, Daniel, dann werde ich es lassen. Aber ich möchte wenigstens, dass ihr euch das angeschaut habt und dass ihr euch, ja, dass ihr mir persönlich eine ehrliche Meinung da lasst und vielleicht seid ihr auch nur gespannt, wie es weitergeht und ob ich mich vielleicht so steigere, weil das ist ja quasi dann wie so ein Tagebuch von meinen PvP-Skills. Also, ob das ganz uninteressant ist, das wird sich jetzt wirklich nach dem Upload dieser Folge herausstellen. Also, seid mir nicht allzu böse, dass ich das, dass ich mich jetzt ein bisschen darauf, ja, fixiere. Das bedeutet allerdings auch nicht, und das sei auch nochmal ganz, ganz deutlich angemerkt, jedes andere Format, egal ob Let's Build Hogwarts, Potter Stuff oder Potter News, all diese Formate bleiben ganz gewohnt, so wie vorher auch auf meinem Kanal bestehen. Da wird nicht zurückgeschraubt, nur um dieses Format reinzuquetschen. Das Format wird extra kommen. Das heißt, wenn ihr das nicht mögt, braucht ihr es nicht anschauen, aber alle anderen Formate bleiben weiterhin vorhanden und auch in dem gleichen, in der gleichen Konstellation wie vorher auch. Also da bitte keine Sorge haben und auch keine Angst, falls das so sein sollte. So, und der Grund dafür, dass ich den YouTuber-Rang unbedingt bekommen möchte, ist einfach der, dass es zum einen natürlich eine Riesenehre ist, weil, na klar ist das eine Riesenehre, wer hat schon den YouTuber-Rang auf Gomme? Das sind dann halt nur ganz große Leute und auch sehr bekannte Leute und es ist einfach ein unfassbar tolles Gefühl, das selber geschafft zu haben. Und der andere Aspekt ist natürlich, und den habt ihr wahrscheinlich selber schon mal festgestellt, wie ist es euch gegangen, als ihr auf einmal in eine Runde wart, wo ein YouTuber drin war mit lilanem Namen und wo ihr der am Ende dann halt, oder wo ihr am Ende erkannt habt, ey, das ist ein YouTuber. Vermutlich habt ihr dann auch gedacht, hey, was ist denn das für ein YouTuber, falls ihr den noch nicht kennen solltet, weil da gibt's ja auch ein paar. Und dann habt ihr wahrscheinlich auf deren Kanal nachgeschaut, was das für ein YouTuber ist, weil euch interessiert hat, wie groß ist der eigentlich und wie berühmt ist der eigentlich. Genau den gleichen Hintergrund, ja, finde ich natürlich auch sehr, sehr cool, weil wenn ich dann in einer Runde bin als YouTuber, ist das natürlich quasi, ja, eine Aufmerksamkeitssache, dass die Leute halt interessiert sind, mit wem haben sie denn gerade gespielt und was für ein YouTuber ist das eigentlich. Und diesen Vorteil würde ich mir auch super gerne zu Nutzen machen und ich will euch nicht anlügen und ich erzähle euch natürlich die Wahrheit, das ist tatsächlich einer mit der Gründe. Und deswegen möchte ich einfach versuchen, diesen YouTuber-Rang zu bekommen und wenn es dafür nötig ist, ein festes PvP-Format zu bringen, ja, dann mache ich das und ich hoffe einfach, es kommt bei euch gut an. Diese Folge wird jetzt erstmal hochgeladen, dann warte ich ab, wie es bei euch ankommt. Sollte es zu schlecht ankommen, dann lasse ich es einfach. Wenn es gut ankommt, dann danke ich euch auf jeden Fall schon mal dafür, aber mal abwarten. Ich habe, denke ich, genug gequatscht. Ich freue mich auf die nächsten Runden mit euch und sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!